Rund 100 Menschen arbeiten hier in der Produktion der Firma Rauschert im thüringischen Heinersdorf. Sie fertigen technische Keramikbauteile, etwa für Sicherungskästen. Die Belegschaft ist eine eingeschworene Truppe aus Thüringen und Bayern. Ich bin Wessi, aber eigentlich heutzutage ist es eigentlich egal. Wir sind ja teils, vom Westen, aber vom Osten, also wir verstehen uns eigentlich prima. Man hat immer noch den Ausdruck Wessi oder Ossi drin, aber es fühlt sich, glaube ich, keiner irgendwie beleidigt dadurch. Das wächst zusammen, was zusammen gehört. Das Werk steht mitten im früheren Sperrgebiet zwischen Thüringen und Bayern, auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Ost und West. Wir sind hier genau im ehemaligen Grenzstreifen, wo bis in den 70er Jahren, glaube ich, auch Schussanlagen waren oder eben auch die Minen. Wie jeder andere hier erinnert sich auch Roland Neubauer genau an die Zeit, als Deutschland noch geteilt war. Nur wenige Meter von dem Betrieb entfernt ist ein kleines Stück Mauer erhalten. Sie sollte die DDR-Bürger abschirmen. Die standen hier im Sperrgebiet unter besonderer Beobachtung. Der 19. November 1989 verändert alles. Roland Neubauer ist dabei, als diese Bilder entstehen. Von Ost und West laufen die Menschen auf die immer noch geschlossene und bewachte Grenze zu. Mit dabei die beiden Musikvereine. Friedlich und ohne Gewalt bringen sie so die Mauer zu Fall. Drüben sind alle herübergeströmt. Alles lag sich in den Armen. Und dann haben sich die beiden Musikvereine vereint und haben gemeinsam dann erst hier etwas musiziert. Und dann sind wir Richtung Heinersdorf rübermarschiert. Roland Neubauer läuft vom Westen auf die Mauer zu. Aus der DDR macht sich damals Andreas Krempel auf den Weg. Keiner wusste, wie lange bleibt die Grenze auf. Sie hatten Angst, hier rüber zu kommen, nicht, dass sie nach Heinersdorf reinlaufen. Und eine Stunde später ist die Grenze zu und sie kommen nicht mehr nach Hause. Die standen ja mit den Maschinenpistolen noch daneben oder weiter weg. Keiner wusste, was los ist. Das hat zusammengeschweißt und bleibt unvergessen. Seitdem ist viel passiert. Ihm und so sagt er auch den meisten anderen im Ort, gehe es gut im vereinten Deutschland. Ich freue mich auch, dass die Region jetzt auch so viele Menschen Arbeit gefunden haben in Franken, aber andererseits viele Franken nach Thüringen kommen, hier bei uns arbeiten, dass es bei uns die Arbeitslosenzahl sehr, sehr niedrig ist. Trotzdem sind viele junge Menschen weggezogen. Noch etwa 700 Einwohner hat Heinersdorf, deutlich weniger als vor der Wende. Es gibt keinen Bäcker, keinen Metzger, keinen Supermarkt. Geblieben sind die älteren Menschen. Naja, wir denken schon, dass wir da benachteiligt werden bezüglich Rente. In der Keramikproduktion ist das kein Thema. Die Beschäftigten sind froh, dass sie Arbeit haben und auch nach Westtarif bezahlt werden. Aber ihnen ist bewusst, dass die Stimmung nicht überall in Deutschland so positiv ist. In den neuen Bundesländern, nicht durch die Arbeitslosigkeit, weniger Arbeit, teilweise schlechtere Bezahlung, denke ich schon, dass die Menschen mehr im Stich gelassen sind. Die Menschen in Heinersdorf fühlen sich nicht im Stich gelassen. Sie packen an, nehmen ihr Schicksal in die Hand, so wie sie es 1989 auch getan haben.